Die Pläne für Transrapid-Strecken in Deutschland kommen voran. Morgen erhält Bundesverkehrsminister Bodewig die Machbarkeitsstudien für die angedachten Trassen in München und durch das Ruhrgebiet. Nach Informationen der Agentur Reuters werden beide Strecken als technisch und wirtschaftlich machbar beurteilt. Die Bundesregierung wolle daher sowohl die Strecke Düsseldorf-Dortmund als auch die Anbindung des Münchner Flughafens an die Innenstadt verwirren. Auch ein Spitzengespräch zwischen Bundesverkehrsminister Bodewig und Finanzminister Eichel brachte keine Klärung. Bodewig drängt darauf, den vorgesehenen Bundeszuschuss von 2,3 Milliarden Euro so schnell wie möglich in den Haushalt aufzunehmen. Eichel dagegen will die Mittel erst ab 2004 freigeben. Die Unionsfraktion fordert einen Nachtragshaushalt. Pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 wollen die Länder Bayern und Nordrhein-Westfalen den Trans- bzw. Metro-Rapid auf die Magnetschiene heben. Das geht nicht ohne Bundeszuschüsse. 2,3 Milliarden Euro hatte der Verkehrsminister noch im letzten Bundeshaushalt für die ursprünglich geplante Strecke Hamburg-Berlin eingeplant. Nun sollte es für die neuen Projekte verwendet werden. Doch das Geld ist längst vom Kollegen Eichel anderweitig ausgegeben. Wir unterhalten uns hier über etwas, was frühestens im Haushaltsjahr 2004 relevant wird. Wenn es denn dann zu Kosten gibt, die dann im Jahre 2004 den Verkehrshaushalt belasten, wird man das in den Haushaltsberatungen entsprechend berücksichtigen. Der Kollegin widerspricht indirekt das Verkehrsministerium, denn Bayern und NRW müssen schon 2002 die Verträge und damit auch die Finanzierung der Magnetbahn unter Dach und Fach haben. Der Zeitrahmen ist auch klar, das heißt, innerhalb des Vertragsrahmens bis Juni 2002 müssen die abgeschlossen sein. Das versuchte Bundesverkehrsminister Bodewig heute in einem Spitzengespräch seinem Finanzkollegen klarzumachen. Ohne Erfolg. Hans Eichel steckt in der Klemme. Seine zugesagten 2,3 Milliarden für den Transrapid kann er ohne Nachtragshaushalt nicht seriös einplanen. Doch den will die Bundesregierung auf jeden Fall vermeiden. Das Debakel um den Bundeswehrflieger A400 lässt grüßen. Hat ihre erste Bewährungsprobe auf einer kommerziellen Strecke bestanden. Sie absolvierte erfolgreich ihre Jungfernfahrt auf der Trasse zwischen der chinesischen Hafenstadt Shanghai und dem Flughafen Pudong in rund 30 Kilometer Entfernung. Ministerpräsident Zhu, der mit Bundeskanzler Schröder an der Fahrt teilnahm, stellte Folgeaufträge in Aussicht. Er kam, sah und schwebte. Mit Chinas größtem Transrapid-Befürworter Zhu Rongji ging Bundeskanzler Schröder am Morgen auf die 30 Kilometer lange Trasse. Von einem Vorort Shanghais hinaus zum neuen Flughafen. Vollgas hatten die Chinesen schon beim Bau der Magnetschwebebahn gegeben. In der Rekordzeit von nur 22 Monaten stellten sie den Fahrweg auf die Beine. Die Passagiere erlebten China wie im Tiefflug, eine Jungfernfahrt mit über 430 Kilometern in der Stunde. Nach exakt 8 Minuten Punktlandung am Endbahnhof. Der Kanzler war beeindruckt. Man hört kaum was und man spürt das Tempo gar nicht, in dem das Ganze stattfindet. Also ich finde ein gutes, gelungenes Stück Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland. Shanghais Arbeiter mögen den Transrapid, den sie Eiserner Drache nennen. Sie hoffen auf weitere Trassen für den schnellen Zug aus Deutschland. Und es wird wohl bald mehr zu tun geben für die Männer der Magnetschwebebahn. Denn schon auf dem Rückweg in die Stadt sicherte Ministerpräsident Zhu Rongji den Deutschen einen Anschlussauftrag zu. Im Gespräch ist eine rund 300 Kilometer lange Verlängerung nach Hangzhou. Ein ehrgeiziges Infrastrukturprojekt mit Blick auf die Expo 2010, für die Shanghai vor kurzem den Zuschlag erhielt. Mit einem erhebenden Gefühl endete Gerhard Schröders China-Reise. Nach einer Ewigkeit auf dem deutschen Abstellgleis kommt der Transrapid über den Umweg Shanghai nun doch noch in Fahrt. Der Silvestertag bescherte China wie Deutschland ein vielversprechendes Startsignal für die Zukunft.